Auch wenn wir meteorologisch betrachtet bereits Herbstanfang haben, heißt das nicht, dass wir den Kopf hängen lassen müssen. Selbst im September und Oktober haben wir noch genügend Sonnenstunden, die wir gemütlich auf dem Wasser verbringen können. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zur September-Ausgabe von AquaTV, Ihrem Wassersportmagazin aus Berlin. Heute sind wir im Floating House im Wassersportzentrum am Müggelsee. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal unsere Themen für Sie. Wir waren in St. Peter-Ording zum Think Blue Kitesurf Cup 2014. Anschließend segelten wir vor Malta und wir haben eine der größten privat organisierten Segelregatten begleitet. Und zu guter Letzt wartet ein Gewinnspiel auf Sie. Alljährlich steppt in St. Peter-Ording der Bär. Kinders, da ist echt die Hölle los. Tausende Wassersportbegeisterte kommen zum Strand, um zu flanieren, zu feiern und natürlich, um den Kitesurfern zuzujubeln. Und wir von AquaTV, wir waren mittendrin. Der Think Blue Kitesurf World Cup lockt sie wieder alle nach St. Peter-Ording. Weltmeister, Wassersportfans, Strandläufer, Musikliebhaber und Partygänger feierten in dem Nordseebad 10 Tage lang das Sommerhighlight des Jahres. Der einzige deutsche Stopp der PKRA World Tour hat sich im Laufe der Jahre zur größten Kitesurf-Veranstaltung der Welt entwickelt. Und mit einer Mischung aus spektakulären Wettkämpfen, attraktiven Side-Events, hochkarätigen Live-Acts und heißen Beachpartys weltweit Maßstäbe gesetzt. Über die Jahre hat sich das zum größten Event der Welt entwickelt und für mich hier als solches natürlich als Heimspiel einfach eine super Chance zu zeigen, was ich kann. Und es macht einfach super Spaß, weil einfach die ganze Szene hier ist und es ist eine geile Stimmung. Enthusiastisch gestartet wurde es für den Europameister Mario Rothwald tragischerweise nur ein kurzer Wettkampf. Schon beim ersten Sprung verletzte sich der Rendsburger schwer und fällt vermutlich für längere Zeit aus. Sportlich ist am Ordinger Strand trotzdem alles am Start, was zurzeit im Kitesurfen Rang und Namen hat. Beim Slalom gehen deutsche Athleten mit guten Siegchancen in die Rennen. Im Zickzackkurs müssen die Fahrer Tonnen und Bojen umkurven. Das Ziel liegt meist mehrere hundert Meter seitlich vom Start versetzt. Die Taktik ist nicht so wichtig wie beim Kursracing, dafür ist der Slalom schneller und risikoreicher. Das Material spielt in der absoluten Weltspitze eine große Rolle. Nur wer mit Highspeed-Boards und optimal profilierten Finnen unterwegs ist, hat eine reelle Siegchance. Die aktuelle Weltmeisterin Christine Bönninger wollte ihren Vorjahrestriumph in St. Peter-Ording, als sie alle 10 Rennen gewann, wiederholen. Leider unterlag sie jedoch ihrer stärksten Konkurrentin Katja Rose aus den Niederlanden. Aber zum Schluss reichte es immerhin für einen sehr guten 3. Platz. Für mich lief es ein bisschen durchwachsen, da ja dieses Jahr nur auf dem 3. Platz, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Beim Slalom der Männer galt Florian Gruber als einer der Favoriten. Der Racing-Weltmeister aus Garmisch-Partenkirchen konnte den Topspeed seiner Konkurrenten zwar mitgehen, verlor aber regelmäßig beim Start wertvolle Meter. Immerhin reichte es nach Brian Lake und Julia Kerneux zum Platz 3. In der Königsdisziplin Freestyle ist es in den vergangenen Jahren immer rasanter und radikaler geworden. Waren früher hohe Sprünge und lange Luftfahrten das Maß aller Dinge, ist die Airtime heute wesentlich kürzer. Trotzdem sind die Manöver immer komplizierter geworden. Die Fahrer schießen aus dem Wasser, rotieren in Sekundenschnelle, zeigen manchmal mehrere Tricks hintereinander und landen ohne Tempo zu verlieren wieder mit Topspeed auf dem Wasser. Der Kite schwebt dabei nicht mehr über den Fahrern, sondern vor ihnen. So nimmt die Geschwindigkeit der Flugakrobaten auch in der Luft nicht ab. Der 5-malige Freestyle-Weltmeister Aaron Hadlow gewann den atemberaubenden Wettkampf mit Bravour. Er holte damit nicht nur seinen ersten Sieg am Ordinger Strand, sondern gleichzeitig den ersten Erfolg seit 2009. Der Brite hatte sich 2 Jahre lang aus dem Wettkampfsport zurückgezogen und erst 2013 sein Comeback gestartet. Ja,
Bei den Damen zeigte Sabrina Lutz wieder einmal, dass in St. Peter-Ording immer mit ihr zu rechnen ist. Die Hamburgerin lieferte einen tollen Wettkampf und kämpfte sich bis auf Platz 6 vor. Ja, ich bin super happy, dieses Jahr unter den ersten 6 zu sein. Also ich habe echt die besten Heats gehabt meines Lebens sozusagen und echt gute Runs gehabt. Und ja, ich freue mich aufs nächste Jahr. Die Polin Karolina Winkowska gewann letztendlich die Freestyle-Konkurrenz der Damen vor Gisela Pulido aus Spanien und der Brasilianerin Bruna Caillia. Damit verteidigte die aktuelle Weltranglistenerste ihren Titel aus dem Vorjahr. Neben den sportlichen Wettkämpfen wurden die Gäste auf dem Eventgelände mit hochkarätigen Side-Events unterhalten. Ob im Kitelife Village, der größten Kitesurf-Messe der Welt, beim High Sierra SUP Contest für jedermann oder bei rasanten BMX-Shows. Und wenn die Sonne unterging, verwandelten Top-Life-Acts den Wassersport-Event zum Musikfestival, bei dem man bis in die frühen Morgenstunden feiern konnte. Wer einmal in den historischen Hafen von Malta hineingefahren ist, der wird das sein Lebtag nicht vergessen. Man hat direkt das Gefühl, man wurde in der ersten Hauptrolle für einen historischen Sandalenfilm besetzt. Dabei hat Malta noch so viel mehr zu bieten, nämlich ein wunderschönes Segelrevier, was wir für Sie besegelt haben. Die maltesischen Inseln, im Zentrum des Mittelmeers gelegen, bieten eine grandiose Mischung aus Kultur, Historie, modernem Leben und faszinierender Landschaft. Wer an Malta denkt, denkt automatisch an die Ritter des Johanniterordens, an Festungen, die weit ins Meer ragen und an Abenteuer. Dieses Abenteuer wollen wir auf dem Wasserweg erkunden. In einer Woche rund um das maltesische Archipel laufen wir die schönsten Ankerplätze und interessantesten Orte an. Vom Vercharterer Nautica Limited übernehmen wir in der Msida Marina eine schöne Cyclad 43. Die Yacht ist gut in Schuss und wir würden am liebsten sofort in See stechen. Die Msida Marina ist Teil vom Marsamset Harbor, einer von zwei Häfen, die die Hauptstadt Valletta, die auf einer Landzunge liegt, umschließen. Hier liegen hauptsächlich private und Charterjachten an den durchnummerierten Stegen. Beim Sundowner im Cockpit bietet sich ein toller Blick auf die Silhouette der Altstadt Vallettas. Die Marina verfügt über eine gut ausgestattete Steganlage mit Wasser- und Stromanschlüssen. In der näheren Umgebung finden Yachtis alles, was sie außerdem noch benötigen könnten. Im Hauptgebäude der Marina stehen neben Restaurant und Infocounter auch gut gepflegte Sanitärbereiche zur Verfügung. Das Restaurantschiff Black Pearl gleich nebenan ist etwas für die gut gefüllte Bordkasse. Fußläufig sind weitere, preiswerte und ursprüngliche Restaurants erreichbar. Die Vorräte an Bord füllten wir im nahen Supermarkt auf. Mit frischem Obst und Gemüse kann man sich am nächsten Morgen am besten bei einem mobilen Händler versorgen, der alle Steganlagen abfährt und mit lauter Glocke zum Einkauf ruft. Wenn man dann schon mal auf den Füßen ist, kann man noch einen kleinen Rundgang entlang des Hafens machen und die tolle Architektur einiger Häuser bewundern, die am Hang oberhalb der Marina stehen. Bevor man zum Turn aufbricht, sollte man unbedingt Valletta besuchen. Zum einen kann ein Ruhetag zwischen Anreise und Turnstart den Urlaubsstress minimieren. Zum anderen ist die Stadt mehr als sehenswert. Die nächste Bushaltestelle ist direkt vor der Marina. Der Fahrplan ist ein gut gemeinter Hinweis, aber auf der Insel schieben sich rund 250 Busse durch die teilweise engen Gassen. Früher oder später kommt also immer einer vorbei. Die Fahrpreise sind erschwinglich und werden direkt beim Fahrer bezahlt. Bei manchen dieser Busse fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Die Busse sind alle im Privatbesitz und gehören oftmals dem Fahrer selbst. Am Busterminal vor dem Citygate Vallettas kann man dann die gesamte Vielfalt der liebevoll gepflegten Fahrzeuge bewundern. Manches Technikmuseum wäre beim Anblick dieser Busse neidisch. Aber auch andere Transportmittel buhlen um die Gunst der Kunden.
Vor den Toren der Stadt wird regelmäßig ein Markt abgehalten, auf dem man allerlei Kunsthandwerk, Gewürze, Souvenirs und den leider überall auf der Welt erhältlichen Kitsch erwerben kann. Durch das City Gate betreten wir schließlich das befestigte Valletta. Die ehrwürdige Stadt wurde 1565 erbaut und trotzdem laufe der Jahrhunderte vielen Feinden. Einem Schachbrettmuster gleich ziehen sich die Straßen und Gassen durch die Stadt. Trotz der zahlreichen Belagerer konnte sie sich ihren Charme über die Jahrhunderte erhalten und gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Historische Bauten, elegante Geschäfte, Cafés, reizende Gassen und ein Mix verschiedener Baustile machen den besonderen Reiz dieser Stadt aus. Am Abend wird es trotz der zahlreichen Touristen sehr ruhig in Valletta. Zur offenen See hin wurde die Stadt von der Festung Fort St. Elmo geschützt. Die Festung liegt an der Spitze der Skibera-Halbinsel. Von hier aus konnten beide Hafeneinfahrten für Marsham Set Harbor und Grand Harbor überwacht werden. Damit war Valletta von See aus so gut wie uneinnehmbar. Noch heute künden die dicken Festungsmauern von den blutigen Kämpfen vergangener Tage. Leider sind große Teile der Festungsanlage anscheinend dem Verfall preisgegeben, was sich aber sicher ändert. Das Fort selber ist heute Sitz der maltesischen Freiwilligenmiliz. Wenn man von der Höhe der Festungsmauern in den Grand Harbor schaut, erkennt man drei fingerähnliche Landeinschnitte. Sie beherbergen Werften, Trockendocks, Redeplätze für Frachter und eine weitere Marina für Freizeitskipper. Beim letzten Tageslicht genießt man die Ruhe, die die Weite der See ausstrahlt, und bereitet sich innerlich auf den nächsten Morgen vor, an dem man zur Erkundung des maltesischen Archipels startet. Was für ein schöner Arbeitsplatz. Heute sind wir zu Gast beim Floating House und das liegt im Wassersportzentrum im Müggelsee. Und neben mir begrüße ich jetzt Frau Guest. Frau Guest, danke, dass wir heute bei Ihnen sein durften. Erzählen Sie uns doch ganz kurz ein wenig etwas über das Floating House. Ja, also Floating House steht dafür, dass wir verschiedene Hausboote und Floating Houses, schwimmende Häuser anbieten zum Kauf. Und wir entwickeln dafür die Standorte und auch die Häuser selber. Wenn ich jetzt mich für ein Floating House noch nicht so ganz entscheiden möchte, weil ich nicht weiß, nutze ich es nur am Wochenende oder bin ich doch Dauernutzer, gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit zu sagen, ach, ich würde gerne ein paar Tage drin wohnen, einfach mal zum Chartern? Ja, genau, das gibt es auch. Das machen wir jetzt persönlich nicht selber. Dafür gibt es unsere Vermietungsagentur. Aber da kann man verschiedene Standorte eben sich aussuchen, auch die Größe des schwimmenden Hauses aussuchen. Und dann kann man da durchaus mal eine Woche Urlaub drauf machen. Aha. Und wie ist es dann, wenn ein Haus geplant wird? Wie flexibel kann man da in der Planung sein, im Ausbau? Kann ich als Kunde mit meinen individuellen Wünschen zu Ihnen kommen und sagen so, ach Mensch, die Wand da gefällt mir jetzt nicht so ganz, ich hätte sie gerne woanders? Na, ganz spezielle Wünsche bieten wir generell erstmal nicht so an, dass man das so umsetzen kann. Natürlich kann man mal eine Wand verschieben und auch eine Sauna oder einen Kamin, das wird oft nachgefragt. Aber generell sind eher unsere Haustypen, die wir eben anbieten, stehen zur Verfügung. Aber wenn durchaus mal ein Kunde den finanziellen Aufwand eingehen möchte und sagen möchte, ich möchte trotzdem mein eigenes, was ich mir selber zusammengestellt habe und ausgesucht habe, umsetzen, dann machen wir das natürlich auch. Toll. Dankeschön. Segeln und Wirtschaft, das sind so zwei Punkte, die man jetzt nicht sofort miteinander direkt in Verbindung bringt. Das funktioniert aber trotzdem und zwar sehr, sehr gut. Seit 32 Jahren gibt es die Schifffahrtsregatta und diese ist privat organisiert von der Peter Gast Shipping. Und als erstes Fernsehteam durften wir dabei sein. Wo wird doch nicht verraten, ist doch privat. Am letzten Augustwochenende trafen sich rund 1200 Segler auf 133 Yachten zu der 32. Schifffahrtsregatta von Schleimünde nach Ärö. Diese traditionsreiche Veranstaltung ist mit dieser Beteiligung die größte Privatregatta der Welt.
1983 aus einer Laune heraus entstanden, hat sich dieses Wochenende zu einem der wichtigsten Termine im Kalender der gesamten Schifffahrtsbranche entwickelt. Und das trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten in der Schifffahrtsindustrie. Denn die Veranstalter Dieter und Christian Gast halten an dem Erfolgskonzept ihres Vaters fest. Also es dürfen viele kommen, aber der Schwerpunkt bleibt Schifffahrt. Also es können nur Leute kommen, die aus der Schifffahrt sind oder Teams, die zusammen mit einem Schifffahrtsteam segeln. Das ist die Voraussetzung für die Schifffahrtsregatta und so wird es auch immer bleiben. Der informelle geschäftliche Austausch steht bei der Schifffahrtsregatta an erster Stelle. Das ist wohl einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren des Events. Es ist einfach eine tolle Kontaktbörse, man trifft viele Leute, der Spaß an der ganzen Veranstaltung, alle sind begeistert, das muss man einfach immer wiederholen. Wenn ich am Freitagabend hierher fahre und viele Bekannte treffe, gute Gespräche führe und morgen auch mit der Wettervorhersage einen schönen Segeltörn erleben darf, also für mich ist es eines der seglerischen Höhepunkte und das eben auch in Verbindung mit den guten Gesprächen und auch den vielen Leuten, die ich kenne, ist es ein Höhepunkt des Jahres für mich. Aber auch der sportliche Aspekt kommt bei dieser Regatta keinesfalls zu kurz. Wir wollten wissen, ob sich das Konkurrenzdenken der Arbeitswoche auch auf die Regatta im besten sportlichen Sinne überträgt. Die kann man schon anwenden, weil es ja gleiche Tugenden sind. Fairness, Sportsgeist, Durchhaltevermögen und ein bisschen guter Blick für das, was kommen könnte an Wetter, aber auch was so die anderen Boote machen und dabei auch noch möglichst locker bleiben, damit es alles nicht zu verkrampft wird. Das passt schon sehr gut zusammen. Man muss sich an die Dinge gewöhnen, die einem geboten werden. Und damit muss man eben zurechtkommen. Und das gilt für die Bank genauso wie für das Schiff. Der Regattaleiter der Schifffahrtsregatta, Markus Böhlich, sagte schon am Freitagabend für die diesjährige Wettfahrt nach Dänemark gute seglerische Bedingungen voraus. Also das wird morgen total easy, ne? Ganz ernst. Wir werden 3 bis 4 Windstärken haben. Wir werden erst Sonne haben und dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Regen. Aber es ist alles harmlos verglichen mit dem letzten Wochenende, wo wir Dauerregen und 12 Grad hatten. So here I am before you now. I look into your eyes. Sonnabendmorgen, Punkt 7.30 Uhr, liefen dann die Yachten aus den Häfen rund um Kappeln aus. Prächtig beflaggt fuhren die Segler die Schlei auf die Ostsee hinaus. In 5 Starts und 9 Klassen wurden alle Yachten auf den Regattakurs geschickt. Nach der Startkreuz zu einer Regattatonne unter Land ging es auf einen langen, schnellen Spiekurs. Die an der Schifffahrtsregatta teilnehmenden Yachten repräsentieren die Geschichte des Segelsports. Klassiker wie die Zwölfer, Fahrtenschiffe und Hightech-Racer segeln in passenden Gruppen aufgeteilt um die Wette. Das Wetter meinte es während der Wettfahrt nicht allzu gut mit den Seglern. Wenn es auch genügend Wind gab, wünschte sich der eine oder andere doch etwas weniger Wasser von oben. Die erste Schifffahrtsregatta wurde 1983 von Peter Gast ins Leben gerufen. Wir haben damals angenommen, einmal und nie wieder. Aber dann war die erste Regatta so toll, dass sie alle wieder mit wollten. Und damit ist dann die zweite gekommen und ja, jetzt sind wir bei der 32. In den letzten Jahren übergab er die Organisation an die nächste Generation, seine Söhne Dieter und Christian Gast. Wie groß diese Regatta ist, zeigen eindrucksvolle Zahlen. Allein für das Organisationsteam und die Wettfahrtleitung werden 12 Begleitschiffe, Schlauch- und Sicherungsboote benötigt. An einer untiefen Tonne wurde wieder gehalst, um auf einen raumen Spielkurs bis zur 8 Seemeilen entfernten Nordwestspitze der Insel Ärö zu segeln. Nach Rundung des dort verankerten Regatta-Begleitboots konnten die Yachten auf den letzten 9 Seemeilen das Ziel vor Eresköbing auf Halbwindkurs zurücklegen. Erstes Schiff im Ziel mit einer Segelzeit von 2 Stunden und 56 Minuten war die schnelle Kanting-Kiel-Regatta-Yacht Outsider. In der Gruppe der Oldtimer gewann die Bounty, ein Schoner mit Michael Schmidt, dem Hanse-Yachtgründer, am Steuer. Schnell füllte sich nach der Regatta der Hafen von Eresköbing. Dass es beim Päckchenlegen nicht zu einem undurchdringbaren Gewirr kommt, dafür sorgt seit Jahren der Hafenmeister Peter Gregersen. Geschickt und mit dem ihm eigenen Charme dirigiert er das Yachtballett mit den vielen Akteuren. Nur eine Stunde später bot die Flotte im Hafenbecken mit den hunderten Flaggen einen prächtigen Anblick.
Wie schon in den letzten 3 Jahren riss passend zur Ankunft der ersten Boote in Ereskübing der Himmel auf und sorgte so dafür, dass die Mannschaften den hart verdienten Nachmittag bei Sonne im Cockpit genießen konnten. Die Stimmung an Bord war super. Wir haben ja unsere Gäste von der Bremer Landesbank gehabt. Also ich muss sagen, selten so gut und harmonisch gesegelt. Und man muss ja bedenken, da sind ja auch eben gute Segler dabei und weniger gute Segler. Das ist ja auch Sinn dieser Veranstaltung, dass alles so ein bisschen zusammengeführt wird, dass nicht nur Profis da sind. Und das hat wunderbar harmoniert. Wir hatten extrem viel Spaß, so wie jedes Jahr. Wir hatten in diesem Jahr ein paar mehr Gäste und deswegen waren wir ganz froh, dass nicht ganz so viel Wind war und wir die Manöver gut managen konnten. Ein toller, glücklicher Tag, Schifffahrtsregatta, so wie wir sie lieben. Im Laufe der über 30-jährigen Geschichte der Regatta hat sich eine enge, freundschaftliche Zusammenarbeit der Organisatoren mit den dänischen Gastgebern gebildet. Mit den bunt beflaggten Schiffen im Hafen ist die Schifffahrtsregatta auch eine touristische Attraktion geworden. Der traditionelle Dorfrundgang von mehr als 1200 Gästen hinter dem Spielmannszug wurde herzlich durch Winken und Zurufe der Bewohner und Besucher des idyllischen Ereskübing begleitet. Gemeinsames Segeln erleben. Die Idee hinter dieser Regatta liegt nicht so sehr im sportlichen Wettkampf, sondern in der Möglichkeit zu einem maritimen Zusammentreffen der Schifffahrtsbranche. Während der Wirtschaftskrise ermöglichte es die Schifffahrtsregatta vielen Teilnehmern, wieder enger zusammenzurücken, sich auszutauschen und gemeinsam in lockerer Atmosphäre Lösungen zu finden. Und so hilft der Segelsport in dieser Konstellation, neue Ideen zu entwickeln, die Wirtschaft zu stärken und damit schlussendlich viele benötigte Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Kommen wir nun zu unserem Gewinnspiel. Unser heutiger Gewinnspielpartner und Sponsor Aquapark hat uns 4 Schutzhüllen zur Verfügung gestellt. Für Handy, PDA, GPS, ach schauen Sie mal selber. Wir verlosen 4 wasserdichte Schutzhüllen aus der aktuellen Kollektion von Aquapack. Die Bags sind aus einer weichen und strapazierfähigen TPU-Folie gefertigt. Das macht die Bedienung des Screens zum Kinderspiel. Auch das Handling der Hüllen ist einfach. Eine kleine Drehung an dem patentierten Aquaclip-Verschluss und schon ist der elektronische Liebling sicher geschützt vor Wasser, Staub und Feuchtigkeit. Die Produktpalette von Aquapack umfasst viele verschiedene Größen, so dass man für jedes Smartphone, Tablet, MP3-Player, GPS-Gerät oder auch Handfunkgerät das passende Bag finden kann. Und der Clou? Durch die mit dem Gerät eingeschlossene Luft schwimmt die Elektronik immer oben auf, obwohl die Hüllen bis 5 Meter wasserdicht sind. Damit Sie sich selbst von der aktuellen Aquapack-Kollektion überzeugen können, verlosen wir 4 Bags. 2-mal in der Größe für iPhones und Geräte mit ähnlichen Abmaßen und 2 Hüllen für Tablets oder GPS-Geräte bis ca. 6,5 Zoll Bilddiagonale. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, nun auch eines dieser wunderbaren Schutzhüllen ergattern möchten, dann beantworten Sie uns unsere heutige Gewinnspielfrage, die da lautet: Welcher Hafen hat uns so nachhaltig beeindruckt? Schreiben Sie uns Ihre hoffentlich richtige Antwort an gewinnspiel@aqua-tv.de und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie eine der Hüllen. Ich verabschiede mich nun, wir sind am Ende der Sendung angelangt und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei sonnigen Stunden auf dem Wasser. Bis zum nächsten Mal, Ihre Katrin Wrobel.